Im nächsten Video soll es jetzt um die Elektrostatik gehen. Das heißt, wir untersuchen diese Unterschiedlichkeit der Ladung noch ein bisschen mehr. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir zwei sehr, sehr leichte Kugeln an Fäden hängen und sie so nebeneinander hängen. Jetzt ist es so, dass wenn ich beide Kugeln negativ lade, dann bewegen die sich auseinander. Es ist so, dass man meistens die negative Ladung blau markiert und die positive Ladung mit rot. Da mein Rotstift sich gerade vorhin verabschiedet hat und so gedacht hat, nö, ich habe keine Lust mehr, mache ich es jetzt mit orange. Party, har, har. Und was ich auch feststelle, ist jetzt, dass wenn ich das gleiche mache und es beides positiv lade, dann bewegen sich die beiden Dinge auch auseinander. Man sagt auch, die stoßen sich ab. Also hier einmal positiv. Und jetzt kann ich es natürlich noch machen, dass ich die beiden so lade, dass 1 plus und 1 minus ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass die beiden Sachen sich anziehen. Also einmal negativ und einmal positiv. Und das Ganze kann ich auch einfach umdrehen. Es ist völlig egal, auf welcher Seite jetzt welche Ladung ist. Ist ja egal, ob ich von vorne oder von hinten drauf gucke. Also wenn ich die Seiten vertausche, dann ziehen die sich immer noch an. Das ist denen egal. Die Regel für euch ist jetzt, die ganz wichtig ist, gleichnamige Ladung, also Plus und Plus und Minus, stoßen sich ab. Und ungleichnamige Ladung, also Minus und Plus oder Plus und Minus, die ziehen sich gegenseitig an. Was natürlich jetzt auch noch zu Ladungen gehört und was hier ganz gut reinpasst, weil man die Regel direkt verwenden kann, ist, wie kann ich überhaupt feststellen, wo wie viel Ladung drauf ist? Wir reden die ganze Zeit davon, dass wir irgendwie gleich viel laden, damit es sich ausgleicht und so. Ja schön, aber woher weiß ich denn überhaupt, dass da überhaupt gleich viel drauf ist? Da gibt es verschiedene Messgeräte. Das, was ich finde, was am einfachsten zu verstehen ist, das ist das sogenannte Elektroskop. Das sieht so aus, da habt ihr, das ist aus Metall und ihr habt hier oben so eine Platte, da könnt ihr praktisch dann euren Kunststoffstab, den ihr geladen habt, dann da drauf machen, um die Ladung darüber zu bringen. Und dann sieht es so aus und hier drumherum ist wie so ein Kreis, das da oben ist isoliert und es steht dann hier auf so einem Ständer und dann haben wir hier so einen Zeiger, der sich an diesem Punkt hier auch drehen kann. Und was jetzt passiert, wenn da Ladung drauf kommt, dann ist es ja so, dass wenn ich meinen Kunststoffstab zum Beispiel negativ geladen habe, dann wollen die Ladungen ja sich gegenseitig abstoßen, weil die wollen ja möglichst weit voneinander weg, weil gleichnamige Ladungen sich abstoßen. Haben wir ja gerade festgestellt. Dementsprechend, wenn dieser Stab dann plötzlich an dieses Elektroskop gehalten wird, dann merken die Ladungen, boah geil, ich kann ja weiter weg. Und dann verteilen die sich hier drauf. Also, hier überall. Und das hier kann sich ja bewegen. Und wenn hier überall alles negativ ist, dann wollen ja die negativen Ladungen möglichst weit von den hier und den hier weg. Und dann ist es auch so, dass die sich innerhalb von diesem Gerät weiterhin abstoßen. Und dadurch bewegt sich dann dieser Zeiger. Und es kann so weit gehen, dass das hier fast im 90-Grad-Winkel ist. Das heißt, je weiter diese Nadel hier oder dieser Zeiger hier sich dreht, desto mehr Ladung ist da drauf. Dann kann ich schon mal ganz kurz sagen, ist es viel oder ist es wenig.